Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 116. Und heute ist mein Thema abstrakte Malereiausstellung im Stadtteilzentrum Biesdorf. Und ich möchte gleich den verantwortlichen Chef vorstellen, André Zweigert, und möchte ihm auch ein paar Fragen in unserem Interview stellen. Herzlich willkommen, Herr Zweigert. Hallo. Ja, die erste Frage wäre gleich an Sie gerichtet. Wie wichtig ist für Sie Kultur persönlich? Persönlich bin ich totaler Fan von Kultur. Ich mag die Idee, sich auszuprobieren, Neues zu kreieren, zu provozieren. Das sind tatsächlich Dinge, die ich jederzeit und überall unterstützen würde. Ich mag zum Beispiel total die Idee einer sogenannten Kulturabgabe. Da wäre ich großer Fan davon, statt der GEMA, nicht der GEMA, statt der GEZ. Ja, hätte ich lieber eine Kulturabgabe, die würde ich jeden Monat freudestrahlend bezahlen. Ja, das ist natürlich eine visionäre Idee, die ich natürlich als Galeristin auch begrüße und natürlich auch als Künstlerin. Und kommen wir zur zweiten Frage. Was erwartet denn die Besucher in Ihrem Hause? Ja, wir sind hier in Marzahn-Hellersdorf, ein Stadtteilzentrum. Stadtteilzentren sind Mehrgenerationshäuser. Wir haben täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet und in dem Rahmen bieten wir verschiedene Kurse an, von Bewegungsangeboten über Bildungsangebote halt hin tatsächlich auch zu Veranstaltungen, wie Lesungen, wie Konzertreihen, Bastelangebote halt in verschiedenen Rahmen, aber natürlich halt auch Ausstellungen, die wir jetzt hier gerade mit Frau 80 und Frau Weger halt besprechen. Ja, dann komme ich mal zur dritten Frage. Seit wann machen Sie denn Kunstausstellungen und Vernissagen im Stadtteilzentrum Biesdorf? Das Stadtteilzentrum Biesdorf war früher im Schloss Biesdorf gewesen, bevor es umgebaut und saniert wurde. Und das heißt also, wir sind mittlerweile schon seit 12 Jahren dabei, unsere Räumlichkeiten für Ausstellungen anzubieten. Und ja, wird auch regelmäßig im 2-Monats-Rhythmus wechselnd genutzt. Das heißt also, ja, doch seit gut 12 Jahren. Genau das Gleiche wollen wir jetzt ja auch wieder machen. Ich würde mit Ihnen beiden jetzt im Oktober ganz gerne eine Vernissage gestalten, und zwar am 15.10.2022. Sag doch mal was dazu. Was erwartet uns denn? Ja, dann kann ich mal die erste Künstlerin vorstellen, und zwar Manuela Weger. Und vielleicht auch was zu ihrer zur Lesart, könnte sie vielleicht auch noch was sagen. Hallöchen, ich bin Manuela Weger, mein Künstlername ist Elfe, und ich stelle demnächst, sozusagen im Oktober, demnächst die Zeit rennt, mit Diana 80 aus. Wir werden dort abstrakte Kunst ausstellen. Was ist abstrakte Kunst? Da kann ich nur auf meine Arbeiten verweisen und sagen, dass ich meine Werke mit Puring, sprich Acrylgießen, gestalte, des Weiteren mit dem Rakel und auch einfach nur mit einem Pinsel, Figuren, Formen oder sonst dergleichen gestalte. Was auf den Bildern entsteht, das weiß ich manchmal vorher gar nicht. Das entsteht in Synapsen, das entsteht beim Arbeiten, sodass man von vornherein, also ich kann von vornherein nie sagen, was auf dem Bild entstehen wird, weil mit einem Arbeitsprozess kann es auch sein, dass ich total umschwenke und meine Bilder ändere. Was ist sonst noch zur abstrakten Kunst zu sagen? Abstrakte Kunst braucht nicht immer einen Titel in den Bildern, weil jeder soll eigentlich das sehen, was er sieht. Es soll eigentlich auch anregen, dass andere oder dass der Betrachter seine Fantasie ausschöpft und versucht zu erkennen, was er erkennen möchte. Ja, Sie haben ja aber mir auch schon verraten, liebe Manuela Weger, dass Sie auch einen ökologischen Aspekt in Ihrer Kunst haben. Und den wollten Sie auch noch ganz schnell vorstellen. Mein ökologischer Aspekt. Naja, ich habe die Möglichkeit, Gott sei Dank, draußen im Sommer auf der Terrasse zu malen, mit einem Blick auf den Teich. So kann ich sagen, meine Bilder spiegeln meine kleine Oase für Tiere wieder,
auch, also nicht nur für Wassertiere, sondern auch für Vögel, die in den Wassertränken baden, für Blumen, wo die Bienchen drauf sitzen, sozusagen ökologisch. Ich beherberge Tiere. Ja, herzlichen Dank. Dann sage ich noch was zu meiner eigenen Lesart. Meine Lesart begründet sich so ein bisschen auf dem transformativen, alltäglichen, was ich in abstrakten Ölbildern ausdrücken möchte. Und ich konnte mich an den amerikanischen, spanischen und deutschen Vorbildern sozusagen abarbeiten, zum Beispiel von Mark Rothko, deren Bilder ja schon einige Millionen kosten, oder Cy Trombley und selbstverständlich auch konnte ich mich inspirieren lassen von Pablo Picasso und von dem deutschen Künstler Gerhard Richter, der ja auch die Rakelbilder schon ein bisschen erfunden hat. Und ich versuche, emotionale Geschichten über Farben und Spachtel auf meinen Leinwänden suggestiv zu erzählen. Und dafür kratze ich natürlich auch die Farbe raus, nehme Lasuren und überarbeite das wieder mit neuen Farbflächen. So entstehen Transparenzen. Und natürlich auch die geschüttete und die gespachtelte Farbe darf nicht fehlen. Und des Weiteren ist auch bei mir der ökologische Lebensgedanke gereift, schon alleine aus den floralen Motiven und natürlich auch aus der Arbeitsweise mit ökologischen Farben hat sich hier der Hintergrund des ökologischen Arbeiten und Denkens entpuppt oder auch ist sozusagen gewachsen. Dann würde ich mich freuen über Abonnements unseres Kanals und auch über Likes und selbstverständlich auch über Kommentare zu diesem Podcast. Und bitte schicken Sie auch an Ihre Freunde und Bekannte diesen Podcast-Link weiter. Und es könnte ja sein, dass sich der ein oder andere dafür interessiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss. 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 Freue mich.